Sportmerkmal und die besondere Schwere der Schuhe, dass es nochmal verringert wird. Lassen Sie mich mal das Urteil in schriftlicher Form sehen und dann kann man weiter sprechen. Jemand dann war ja recht geschockt, kann man sagen, von dem Urteil. Jetzt hat er damit gerechnet, dass die besondere Schwere der Schuld aufgehoben wird? Ja, natürlich. Also er hat ja immerhin Umfangreichsangaben zu den Mildtätern gemacht und hat dann natürlich auch damit gerechnet, dass aufgrund dessen eine mildere Strafe rauskommt. Also nicht 15, nicht lebenslänglich, sondern vielleicht... Also weder die besondere Schwere der Schuld noch das Lebens. Und gerade nochmal für mich, wie sind die weiteren Schritte aus Ihrer Sicht? Die weiteren Schritte zeichnet das Gesetz vor, die Revision, die hier eingelegt werden kann. Das ist das Rechtsmittel, das ihm zuständig ist. Aber er hat sich jetzt aber auch nicht sehr, wie soll man sagen, er hat sich nicht ermahnen lassen und hier die Verkündung des Urteils gestört. Das kann ich nur Ihrer Bewertung überlassen. Sie saß daneben, ja. Sie haben es auch gesehen, ja. Das ist ja jetzt nicht der übliche Ablauf, dass man so eine Verkündung bestellt. Vielleicht ist es nicht der übliche Ablauf, aber er hat ja die Höchststrafe erhalten. Insofern, dass man das nicht gerade mit aller Gelassenheit hinnimmt, dürfte auch nicht. Ja, aber da hat es ja eine kurze Anmerkung, hat ja mal gereicht. Also das ging ja ohne Ende. Das kommentiere ich nicht.